Was passiert mit dem Forettle? Diese Frage wurde gestern im Kaufbeurer Stadtsaal ausführlich diskutiert. Klar ist, die derzeitigen Pläne des Berliner Investors werden nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen. 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche soll das Zentrum haben. Das Sortiment geht vom Drogerie- bis zum Elektrowarengeschäft. Viele Bürger befürchten allerdings, dass das Einkaufszentrum durch seine direkte Nähe zur Altstadt die Geschäfte dort ausbluten lassen würde. Ja, wir werden alles tun, dass es nicht dazu kommt, dass wir den Altstadtstandort schwächen. Das ist zum Beispiel gewährleistet, indem wir sagen, da darf nur jemand rein in dieses Fachmarktzentrum, der sonst in der Altstadt keinen Platz finden würde. Aber natürlich verstehe ich die Sorge. Und das müssen wir auch sehr ernst nehmen und in unseren Überlegungen berücksichtigen. Sauer stößt den Kaufbeurern auch das mögliche Aussehen des Gebäudes auf. Der Investor Dr. Aldinger sei bekannt für Glas- und Stahlkonstruktionen, die nicht zum Bild des Forettles passen würden. Oberbürgermeister Stefan Bosse allerdings betonte, dass noch lange nichts beschlossen sei. Der Stadtrat untersuche derzeit das Konzept und werde gegebenenfalls auch Einfluss nehmen. Alles sei noch offen. Doch es gibt in Kaufbeuren auch viele, die das Einkaufszentrum generell ablehnen und dort lieber ein Wohngebiet sehen würden. Das Forettle war seit Jahrhunderten eigentlich ein Gebiet mit Mischfunktionen. Es gab dort immer Wohnungen, es gab dort immer Gewerbe, es gab dort sogar Landwirtschaft. Und ich denke, dass eine lebendige Struktur in der Stadt natürlich aus diesen Funktionen gemeinsam bestehen muss. Uns würde sicher so eine Mischform aus Wohnen und Dienstleistung und Gewerbe am besten da passen. Das Problem allerdings ist, für solch ein Projekt findet sich laut Bosse kein Investor. Und die Stadt selbst hat nicht genug Geld, um eine Wohnbebauung samt Begrünung zu verwirklichen. Also grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn ein Investor sagt, ich möchte viel Geld in die Hand nehmen und jetzt in so eine Stadt kommen. Da hat auch kein Mensch was dagegen. Allerdings sollte auch eine Stadt Vorstellungen davon entwickeln, was möchte sie eigentlich gerne haben. Ich weiß es nicht, ob der Investor Dr. Aldinger sagen, der Einzige ist, der wirklich Interesse an so einem Gebiet hat, ob es nicht doch mehrere Investoren gäbe, ob man da nicht auch sowas wie einen Investorenwettbewerb eigentlich machen sollte. Also ob das jetzt sagen die einzige Alternative ist, die besteht, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wir haben leider keine anderen Vorschläge. Das, was die Stadt jahrzehntelang versucht hat, nämlich dort Wohnbebauung zu verwirklichen, hat aus unterschiedlichen Gründen nie geklappt. Es ist also nicht entwickelt worden. Es ist ein Stillstand in diesem Areal seit über 20 Jahren. Und jetzt kommt Bewegung rein. Allerdings mit einem Projekt, wo viele sagen, nein, das brauchen wir nicht in Kaufbeuren. Das Forettle jedenfalls sei kein Kernthema der Stadtentwicklung. Kaufbeuren habe derzeit andere Probleme. Sollte der Investor wegen zu viel Einflussnahme seitens der Stadt abspringen, dann sei das eben so. Bis in Sachen Forettle etwas vorwärts geht, wird es noch dauern. Ein möglicher Bau könnte frühestens Mitte 2014 beginnen. Doch nach den derzeitigen Diskussionen zu schließen, steht das noch in den Sternen.